Schönen guten Tag, mein Name ist Hort Knecht, Telekom International Service. Ich hätte gerne mal den Herrn Müller gesprochen. Oh, excuse me, my name is Hort Knecht, Telekom International Service. I want to speak to Mr. Müller. No, not Miller. Müller. 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 With an Ü. An Ü. Don't you know what an Ü is? Ein Ü! Jetzt hör mal zu, du Müller! Müller! Müller with an Ü! Everybody on the world knows what an Ü is! Even the turkeys have an Ü! Oh, I break together! It's a German Buchstabe! Yes, it looks like a smiling face! A laughter with two eyes over above it! Yes, yeah, you want to look for him. This is a nice train from you. Yeah, I can wait. Even waiter. Yes, no, I'm not a waiter. I'm, there's no Miller over there. And no Müller too. Okay, I call you back. Yeah, yes, in the evening. Perhaps later. Yes, then goodbye. Guten Einkauf. Wiederhören, yeah. Entschuldigung, was machen Sie da? Ich arbeite. Das sehe ich, aber was arbeiten Sie? Ich montiere die Audiovox-Anlage. Die Audio was? Audiovox. Und was sind das hier für kleine schwarze Dinger, die Sie hier überall verteilen? Das sind Mikrofone. Mikrofone. Für Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz. Was brauche ich denn an meinem Arbeitsplatz Mikrofone? Sind Sie der Büroleiter hier? Gewiss. Wie lange wollen Sie das noch bleiben? Das ist für eine Frage. Bis ich befördert werde. Gibt es jemanden, der Ihnen diesen Posten neidet? Da können Sie aber Ihren süßen kleinen Arsch drauf verwetten. Und wenn dieser jemand behauptet, Sie würden permanent Ihren Chef beleidigen und hintergehen, dann kann der Chef den unbegründeten Vorwürfen nachgehen und die Bänder abhören. Die Bänder abhören? Das heißt wohl, der Chef kann die ganze Zeit mithören, oder wie? Wie soll er sonst Ihre Sicherheit garantieren? Hören Sie mal, das ist ein massiver Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte. Das ist kein massiver Eingriff in Ihre Persönlichkeitsrechte. Das ist gelebter Datenschutz. Der Chef schützt aktiv Ihre Daten. Sie haben auch die Möglichkeit, den Einsatz der Mikrofone abzulehnen. Ja, dann lehne ich hiermit offiziell den Einsatz dieser Mikrofone ab. Sollten aber bedenken, dass der Chef schon mithört. 1, 2, 1, 2. Das ist ein Modellprojekt. Moment, der Chef hört jetzt schon mit? Ja, dann legen Sie ruhig noch ein paar Mikrofone aus hier, nicht? Ich hab ja nichts zu verheimlichen. Sehen Sie, Sie werden auch nicht heimlich abgehört. Nee, ist ja... Gelebter Datenschutz. Ach, genau. Herr Hartknecht. Ach, Benjamin. Hallo, junge Frau. Du, Hartknecht, ja? Ich komme gerade aus dem Personalbüro. Mann, da gibt's schon wieder Ärger. Die haben wieder einen eingestellt aus Versehen, der Gewerkschaftsmitglied ist. Aber doch nur im Lager. Ist doch lächerlich, oder? Da pisst sich dieser Vorstandsetage wegen so ein paar kleiner, braver Gewerkschafter ein. Ah, Mann. Kollege Benkelmann, ich muss dir mal was sagen. Hartknecht, das machen wir später, ich bin ein bisschen in Eile. Ja? Besser. Musst du mal vorstellen, haben die Schiss vor Gewerkschaftern. Mann, Junge, wenn die wüssten, was wir früher alles so gemacht haben. Wa? Dagegen ist doch Gewerkschaftsarbeit ein Nix. Wir haben da mit 16 schon illegal Häuser besetzt. Und dann an der Uni. Jeder dahergelaufenen K-Gruppe sind wir doch beigetreten. Na, jeden Unistreik haben wir federführend mitorganisiert. MSB Spartakus. Ja? MLPD Betriebszelle. Gruppe Rotes Erwachen. Hörsaalbesetzung mit roten Fahnen. Den reaktionären Profs das Maul gestopft. Stinkbombenattacken. Das waren wir naiv. Sag mal, Hartknecht, was redest du für einen Scheiß? Wir waren doch nicht naiv, Mann. Und dann mein erster kleiner Anschlag. Mein erstes Bekennerschreiben auf der Schreibmaschine meines Unidozenten. Und bloß weil bei diesem Anschlag die beiden Tanten hops gegangen sind, haben die noch 3 Jahre lang hier gefahndet. Mann, das war kein Zuckerschlecken mit dem Untertauchenden. La, 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 la. La, 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 la. Auf zum letzten Gefecht. Hartknecht, was ist los mit dir, Mann? Junge. Mensch, du,
Tu doch nicht so, als wenn du nicht die allerlinkeste Sau gewesen wärst. Du hast doch damals den Stein geworfen, der den Franz Josef Strauß am Kopf getroffen hat. Oder? Und du warst doch mit dieser Ultra-Stalinistin zusammen. Mit der hast du dann auch dieses PLO-Terrortraining im Libanon gemacht. Ne? Sag mal, Hartley, da hast du doch so einen Kerl kennengelernt. Wie hieß denn der noch gleich? Carlos? Nee. Bin Laden? Nee. Bin Laden! Bin Laden, ja! Hartley, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Was frisst du da die ganze Zeit in dich rein? Sind das Lakritzen? Nee, das sind Trips. Das ist der neue Stoff. Hartknecht, du hast versprochen, dass du hier auf Arbeit nicht mehr guckst. Übrigens, mein Freund, das letzte Kilo, das du rübergeschoben hast, das war vollgestreckt. Findest du nicht auch scheiße, dass unsere Kundschaft so nach und nach einen Löffel abgibt? Sag mal, Hartknecht, du bist ja so stoned, in dem Zustand hast du letzte Woche die 20.000 Euro veruntreut. Hey, komm, du machst mir richtig Angst. Am besten, du gehst nach Hause. Geh nach Hause, Hartknecht. Guck in aller Ruhe deine Kinderpornos. Mensch, Beckelbart, du verstehst nicht. Der Werkschutz war hier. Hier ist alles verwanzt. Die haben hier eine Abhöranlage installiert. Der Chef hört alles mit. Was? Der Chef hört alles mit? Du bist ein solches Kollegenschwein. Wir müssen uns die Pulsadern aufschneiden. Ich will nach Hause. Wir können das Küchenmesser aus der Teeküche nehmen. Nein, ich muss anders. Ich hänge mich auf. Scheiße, du. Deine Scheiße, alles. Scheiße! Nein, Hartknecht! Was? Oh, Kollegen! Das hättet ihr noch ein bisschen früher sagen können. Ja, danke schön. Ja, danke für die Information. Danke, Wiederhören. Du mich auch. Mensch, Benkelmann, das ist alles... Benkelmann? Was mit dir? Hey, warte mal, kein Quatsch. Mensch, Benkelmann, das ist alles falscher Alarm. Die Mikrofone waren noch gar nicht eingeschaltet. Die werden erst jetzt eingeschaltet. Diese Arschlöcher sind ja völlig bescheuert, oder was? Ein so Kirre zu machen. Ich hasse Benkelmann, sie. Also Arschlöcher würde ich jetzt nicht sagen. Nein, das ist doch eine super Idee vom Chef, das mit dem gelebten Datenschutz, ne? Ja, man kann sich auch nicht so viele Querulanten leisten in so einem Laden. Da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist überhaupt ein super Typ, der Chef, ne? Witzig. Ja, und so ernst auch, ja, nicht? Ja, dann diese nette junge Frau, oh, die er jetzt hat. Herrlich, da beneide ich ihn drum, ja. Oh, ja, die ist so schön, ja. Da möchte man eigentlich... Ja. Nee, so schön ist sie nur auch wieder nicht. Nein. Ne? Ja. Ich fasse das mal zusammen. Also diese Frau ist einfach so eine Klasse für sich, die ist einfach viel zu gut für welche, wie wir welche sind.